Alle drin und bereits alle wieder draußen. Ponygalopprennen, Preis der Firma Intul AG. Das Feld formiert sich. Da haben sich die Ponys vor den Vollblütern erstmal die Spitzen gesichert. Count on me innen, dann die Nummer 2, I'm loving it. Dann folgt mit der 1, Al Jamila. Die Favoritin mit der Nummer 6, Angelina Coralina. An zweit-, drittletzter Position. Letzte ist im Moment Asian Dancer. Count on me hat die Spitze, gefolgt von außen I'm loving it, dann folgt mit der Nummer 4 Milo, dann Humble Mind, dann macht innen durch die Nummer 5 Boden gut, viel Boden gut, das ist Asian Dancer, geht innen durch an zweite, dann dritte, vierte Stelle, gefolgt von der Favoritin Angelina Coralina und um Anschluss bemüht ist schwierig zu erkennen, das muss Al Jamila sein. Es geht gegen den letzten Bogen. Mit Asian Dancer, die innen durch die Spitze übernommen hat. Mit Humble Mind an zweiter Position und innen ist es Angelina Coralina, gefolgt von Milo. Die drei Vollblutponys also voraus. Angelina Coralina kommt hier ganz innen durch auf dem kürzesten Weg, geht an die Spitze. Und da versucht Asian Dancer außen noch den etwas besseren Boden zu suchen. Das Dumme ist, dass ganz außen der bessere Boden ist. Aber das Rennen ist schon lange entschieden. Mit Angelina Coralina, die jetzt hier nur einfach noch einigermaßen auf Linie bleiben muss und ihre Gegnerinnen förmlich verliert. Angelina Coralina einmal mehr eine Demonstration mit Sally Langhardt. Und jetzt hat Asian Dancer den besten Boden außen gefunden. Wird hier Zweite, gefolgt von der Nummer 4, Milo, hält sich hier tapfer, macht sogar Asian Dancer noch etwas das Leben schwer. Dann folgt mit der Nummer 7, Humble Mind, dann die 2, I'm loving it. Und Kampf noch mit Count on me auf dem zweitletzten. Und Al Jamila hat sich tapfer gehalten mit Vanessa Bier.